Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Phoenix. Es gibt das neue Zeitalter, das heißt, es gibt coole neue Quests, die wir machen können. Und wir haben eine Menge vor und eine Menge zu tun und ich bin hyped und... Okay, Nummer 1. Es gibt die Herrscher-Quest. Dafür müssen wir die Höhle des Phönix betreten. Da bin ich auf jeden Fall dran. Da gibt's, habe ich gehört, auch coole Quests, die der Phönix dir gibt. Der ganzen gibt's Forscher. Für Forscher brauchen wir 10 Diamant-Erz. 10. Okay. Puh, das dauert wahrscheinlich sogar eine Weile, bis wir da die nächsten Unterquests kriegen für Forscher. Architekt, crafte eine Sägemühle, okay. Ich habe keine Ahnung wie, aber das kriegen wir bestimmt hin. Töte eine Hexe, das sollte einfach gehen. Ich weiß nicht, wo es Hexen normalerweise gibt. Ich glaube, ich habe noch nicht so viele gesehen. Da braucht man aber auch nur eine, das finde ich bestimmt irgendwo. Kaufe bei einem Mitspieler-Shop ein, alles klar. Ich glaube, das können wir sogar machen. Tops hat nämlich erzählt, dass er jetzt einen neuen Shop hat. Den können wir uns auf jeden Fall mal angucken. Stelle bei einem Mitspieler ein unfreundliches Schild ab. Okay, das heißt, der Masterplan ist jetzt folgender. Oh, wir haben übrigens die Teamquest immer noch nicht. Der Masterplan ist jetzt folgender. Wir gehen zu Tops und dieser komische Balken, den er da hochgebaut hat, das sieht so hässlich aus. Ah! Gott, wir gehen zu Tops, wir schauen uns den Shop an, wir können da was kaufen, wir stellen ein unfreundliches Schild auf und wir wollen natürlich die Schurkenquests. Ich meine, offensichtlich sind die Schurkenquests die besten Quests. Wir haben hier schon Schilder dabei, 3 Stück. Ich weiß nicht, wie viel ich schreiben will, deswegen habe ich gedacht, nehme ich einfach mal alle 3, man craftet ja immer 3 gleichzeitig und dann, ne, passt das. Ansonsten, Baby Ronja hat ein Haus, okay? Da-da-da-da-da-da. Oh mein Gott, Baby Ronja hat alles aus dem Nether-Kram gebaut. What? Okay, sie hat Lava-Hühnchen. Sie hat eine Rüstung. Okay. Ein kleines Bett. Dann hat sie eine Kiste. Okay, da hat sie Kohle, eine Diamond Pickaxe. Dann hat sie hier Nether-Warzen. Alles klar, interessant. Das ist doch der Block, auf dem sie letzte Folge stand, oder? Hier ist nichts drin in den Kisten. Oh, hier hat sie ein Feuerzeug, wahrscheinlich um das Nether-Portal an- und auszumachen. Können da, wenn es an ist, auch Monster aus dem Nether rüberkommen? Quasi um uns... Oh, da können wir Eier einsammeln von denen? Ah, ne, Blaze Rods können wir einsammeln. Okay, interessant. Können da welche... Also kommen da Monster aus dem... Ah, ne, wir kriegen doch Eier. Nevermind. Können da Monster aus dem Nether rüberkommen? Hallo, Baby Ranja. Ey! Sag mal, hat die mich jetzt gerade gehauen? Frechheit. Ich weiß es nicht, aber vielleicht deswegen hat sie es wahrscheinlich ausgemacht. Okay, schick, schick. Ich habe gedacht, notfalls muss ich hier noch was bauen an meinem Haus. Aber so ist es natürlich auch eine alternative Lösung. Das ist natürlich interessant, da zu sehen, was sie so gemacht hat. So, schick. Jetzt haben wir hier einen Obsidianblock. Bam, badam, badam, badam. Mein Pegasus tanzt da drüben. Das ist übrigens, weil viele von euch haben gefragt, ist das ein Adihorn? Das hat doch ein Horn. Ronja, guck doch mal. Hier, Team Drache. Haha. Das Ding ist, nein, das ist tatsächlich kein Adihorn. Das ist ein stinknormales Pegasus. Das sieht aber aus wie ein Adihorn, weil es eine Rüstung hat, die... so wirkt, als hätte es ein Horn. Aber das Horn geht weg, sobald man ihm diese Kopfbedeckung abzieht. Gibst du mir irgendwas? Nein, die geben mir nichts. Alles klar. Interessant, interessant. Okay, jetzt hier, geht's hier runter. Jetzt ist hier diese Glocke. Ich habe mir... Ey, Zombie. Frechheit. Ich habe mir das noch nicht so genau angeguckt. Tops hat ja gesagt, ich will das Dorf. Ich will das Dorf verschönern. Ich sehe jetzt hier noch nicht genau, was er gemacht hat. Aber er ist bestimmt da an was dran. Okay, ihr wollt mir alle nur blöde Sachen tauschen. Ich brauche Kohle. Das heißt... Ey! Okay. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall vor, ein bisschen was abzubauen. Ja. Und dann gucken wir einfach mal. Ich gucke mir jetzt erstmal an, wo er diesen Shop hat. Ich habe nämlich keine Ahnung. Vielleicht hat er den am Spawn gebaut. Vielleicht nicht. Das geht. Villager-Dörfer sind furchtbar, weil du die ganze Zeit nur ha, ha, ha hörst. Ihr wollt mir alle nichts Ordentliches anbieten. Die kleinen Halunken. Pff, Frechheit. Frechheit. Naja. Das haben wir eigentlich alles schon gesehen. Hier gibt es, glaube ich, noch nichts Neues, aber vielleicht wird das in Zukunft schöner sein, der Spaß. Der Spaß hier. Egal, hier ist mein Pegasus. Wir fliegen jetzt. Ey, sag mal, flieg, 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 flieg. Wir fliegen jetzt. Und zwar fliegen wir zum Spawn. Denn im Spawn ist, glaube ich, der Shop von Tops. Denke ich. So, hier ist der Spawn. Da
dann, ich weiß nicht genau, wo er das gebaut hat. Aber, was haben wir hier eigentlich? Tode? Ich habe einen. Flo hat 9. Wie viele hat Tops? Nein, 29. Ah, zum Verstecken. Oh, hier ist er. Schick. Er hat sogar so eine Glastür, ha? Huh? Not bad. Guckt euch das mal an. Was haben wir? Ronja-Coupons. Die Coupons kannst du kaufen. Die haben Stufen. Je höher die Stufe, desto besser die Dienstleistung. Werf deine Coupons in dein... Okay. Dann gucken wir mal. Was können wir denn kaufen? Hust. Ich huste für dich. Ich gehe schlafen. Ich sage, dass du super bist. Ich farme einmal 64 Holz für dich. Ich mache dir ein Kompliment. Ich esse dein Essen. Ich sage 10-mal Ziegelstein. Ich farme 30 Kohle für dich. Okay, wir müssen irgendwas kaufen. Es ist jetzt alles nicht so das Wahre. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, wie viel will er dafür? 10 Dollar will er dafür. Ich glaube, wir gehen einfach mal für die Kohle, ne? Schadet ja nichts. Und dann haben wir das jetzt hier eingeworfen? Ich glaube. Ich glaube, das sollte gehen. Wir haben jetzt hier... Okay, ich habe keine Ahnung, was das Passwort ist. Wir haben jetzt hier was eingeworfen. Ja, wir haben was gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Damit sollten wir die Kaufe beim Mitspieler-Shop-Quest. Oh, wir kriegen eine Diamantbox dafür? Cool. Abgeschlossen haben. Dann verdiene 250 nur durch Shops. Das sollte kein Problem sein. Eröffne einen Modeshop im Spawn. Okay. Zeichne einem Mitspieler ein Bild. Oh, ich bin Künstler. Errichte etwas Gemeinnütziges am Spawn und baue dir einen Briefkasten. Cool. Hauch von Till. Chisle einen Block für einen Mitspieler. Alles klar, das sieht doch cool aus. Stelle bei einem Mitspieler ein unfreundliches Schild auf. Ist unsere nächste Quest. Wir können eh keine Schilder aufstellen in Tops Gebiet, weil das ja alles geclaimed ist. Aber wir können natürlich ein Schild aufstellen hier in seinem Shop. So, bam. Dann lassen wir ihm noch ein Geschenk da. Schön Obsidian-Block. So. Tops. Rennt vor Drachen weg. Nice. Hashtag Feigling. Schreibt alle Hashtag Feigling in Tops Kommentare. Hashtag Buntstifte. Genau, da habe ich auch gehört. Da freut er sich immer, wenn ihr Buntstifte schreibt. Das heißt, da könnt ihr natürlich aktiv sein. So, ich würde sagen, das ist unfreundlich genug. Wir wollen ihn jetzt hier nicht so sehr ärgern. Und schon wieder haben wir eine Diamantbox verdient. Jetzt gibt es überall Diamantboxen irgendwie. Trolle einen Mitspieler richtig hart, Photoshoppe ein Bild und füge das bei ihm ein. Das ist lustig. Da habe ich schon eine Idee für, was wir da machen könnten. Bringe einen Mitspieler zum Weinen. Erschrecke einen deiner Mitspieler. Und was haben wir noch? Töte einen Mitspieler mit einer Falle. Okay, das ist cool. Klaue einem Mitspieler etwas, was er liebt. Interessant, interessant. Ich finde die neuen Quests super cool. Ich bin hyped. Ist das ein echtes Schwein? Nee. So, okay, das heißt, wir haben jetzt ein unfreundliches Schild aufgestellt. Wir haben jetzt hier schon mal geguckt, was weitergeht. Bei den anderen kann ich natürlich noch nicht so viel machen. Ich glaube, Troll... Creeper. Troller einen Mitspieler richtig hart. Da. Dude. Da habe ich schon kleine Pläne für. Und zwar können wir das wahrscheinlich auch einfach bei Tops machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber Tops ist so ein leichtes Opfer, weil er irgendwie noch nicht so weit ist. Generell, deswegen fehlen ihm halt die Ressourcen, so Geld und sowas. Und er ist auch noch nicht rüstungsmäßig soweit, skillmäßig soweit. Deswegen kann man da halt gute... Oh, ist das die Höhle vom Phönix? Kann man da halt gute Quests machen. Und gute Trolls machen. Okay, warte hier. Gut. Und dann gucken wir uns das mal an. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Was, Herrscher? Betrete die Höhle des Phönix. Haben wir jetzt gemacht. Da sind wir jetzt. Dann gibt es natürlich Unterquests. Das Event. Nimm am Phönix-Event teil. Ich weiß nicht genau, was das ist. Dann erreiche Level 25 in einem Skill. Ich glaube, das haben wir auf jeden Fall schon. Hey! Da sind wir ja halbwegs weit. Mit Skills. Ansonsten, das kann man ja nicht neu machen. Und zwar sind wir hier bei Attack Speed auf Level 25 von 25. Dann gucken wir mal weiter. Was gibt es denn danach noch? Präsident. Kandidiere als Präsident. Es gibt Präsidentschaftswahlen, okay? Ich will noch nicht zu viel erzählen, aber Klima 25 Chunks. Ich will noch nicht zu viel sagen, aber das wird richtig cool. Besitze 25 Chunks und stelle einem Mitarbeiter ein. Oh, dann können wir für den Shop jemanden einstellen, der dann für uns arbeitet. Cool,
cool. Oder irgendwo. Ich weiß noch nicht genau, was der Plan dafür ist. Ich weiß noch nicht genau, wie man das macht. Aber wir rollen jetzt erstmal die Diamantboxen durch. Wir haben Leggings gekriegt. Wir haben nochmal Leggings gekriegt. Was haben wir denn mit den blöden Diamant-Leggings? Die brauchen wir gar nicht. Die Dragon-Dinger sind viel besser. Okay, naja, wie dem auch sei. Was kriegen wir noch? Wir haben noch mehr Diamanten raus. Eine Diamantschaufel. Und einen Haufen Diamanten. Okay, hallo Phönix. Der Phönix. Willkommen in meinem Reich. Ich bin der Herrscher dieser Welt. Ich sehe, du hast dich hier mit deinen Freunden niedergelassen. Ich bin bereit, deine Anwesenheit zu dulden. Allerdings musst du Aufgaben für mich erledigen. Erfüllst du meine Forderung nicht, wirst du meinen Zorn erfahren. Ich bin bereit für die erste Aufgabe. Ja, auf jeden Fall. Deine Gehorsamkeit erfreut mich. Nun denn, kommen wir zur ersten Aufgabe. Ja. Töte 10 Villager. Diese Betrüger bereiten sich schon viel zu lange an meiner Gunst. Es wird Zeit, dass dem ein Ende gesetzt wird. Ja, selbstverständlich. Das sehe ich doch ganz ähnlich. Die blöden Villager, Mann. Keine wahren Worte könnten gesprochen werden sein. Also, da habe ich auch gar kein Problem mit. Die doofen Villager nerven mich sowieso. Ich meine, ich habe. Falls ihr euch an die ersten Folgen Phönix erinnert, ansonsten könnt ihr hier oben nochmal gucken. Da haben wir uns ja auch an den Villagern erfreut. Und haben deren Felder abgegrast und sie getötet, um ihre Emeralds zu kriegen. Also würde ich sagen, bin ich jetzt niemand, der wirklich Mitleid mit den Villagern hat. Ich bin voll in meinem Element, Mann. Die blöden Villager. Das sind auch so viele. Ich meine, 10 merkt man nicht mal. So, stirb! Zack. Quest complete. Das ging schnell. Ich meine, guck mal, hier sind so viele von denen. So viele. Ich bin ehrlich gesagt wirklich interessiert dran, was passiert, wenn man die Quests nicht macht, aber das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Dafür müsst ihr dann gucken, ob die anderen die Quests verweigern oder nicht. Aber ich würde sagen, ich sehe mich auf jeden Fall bei den Phoenix-Quests. Ich bin da auf jeden Fall seiner Meinung. Ich sage, er hat da auf jeden Fall einen Punkt und die blöden Villager, Mann. Sodela. Dann gehen wir jetzt noch mal kurz runter. Und sagen unserem Meister, dass wir seine Quest erledigt haben. Gibt er uns eine neue Quest? Ich weiß es nicht. Reagiert er da irgendwie drauf? Sehr gut, ich hoffe, du erledigst meine Aufgaben auch in Zukunft so zuverlässig. Gehe ich von aus. Gehe ich von aus. Hast du. So. Hast du noch irgendwas, was du mir mitteilen möchtest? Willkommen in meinem Reich. Haben wir die nicht schon gemacht, die Aufgabe? Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube. Ah, genau. Ich glaube, die Phoenix-Aufgaben gibt es immer nur einmal pro Woche eine neue. Und danach kann man am Ende der Woche sehen, was passiert, wenn man sie nicht macht. Oder was passiert, wenn man sie macht. Ich glaube, wenn du sie machst, kriegst du Belohnung. Wenn du sie nicht machst, passiert irgendwas. Aber dafür kriegst du Karma-Punkte oder irgendwas, weil das halt wohl immer so Quests sind wie töte Babykühe, töte Villager, töte Villager-Babys. Halt irgendwas, was eigentlich böse ist, theoretisch. Mir macht das nichts aus. Also, ich bin die letzte Person, die sich da beschwert. Aber, ey, Hörnchen. Ich weiß nicht, warum ich es gerade Hörnchen genannt habe. Es hat ja nicht mal ein Einhorn. Ah, unser nächstes Einhorn nennen wir Hörnchen. Das war's dann aber mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, damit ihr keinen Phönix mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao!